Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute gibt es, wie versprochen, eine neue Podcast-Folge, denn es ist ja Mittwoch und ich bin hier immer noch in Kapstadt, gerade in einem kleinen Vorort von Kapstadt, um genau zu sein, in Scarborough. Das ist ein ganz, ganz kleines Surferdorf mit wahrscheinlich irgendwie 80 Leuten, die hier wohnen und das ist wunderschön. Und darüber erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Hier im Intro jetzt nur ganz kurz schon mal die Info vorweg, worum es geht in dieser Folge. Und zwar geht es darum, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass es schon ungefähr 500 Leute gibt, die deine Idee schon irgendwie umgesetzt haben. Und dich das irgendwie total demotiviert und du das Gefühl hast, verdammte Axt, das haben ja jetzt irgendwie schon 5 gemacht oder der eine oder die eine hat das schon gemacht. Und dann macht es ja gar keinen Sinn, wenn ich das auch nochmal mache. Aber ich würde so gern. Ich habe diese Vision, diese Passion. Und darüber werde ich heute mit dir sprechen, was du dagegen tun kannst, ob du es dann am besten direkt sein lässt oder ob du vielleicht doch dafür losgehst und meine Erfahrungen damit. Und ja, die Podcast-Folge heißt heute Erfolg über Nacht gibt es nicht. Und ich teile mit dir einfach meine besten Tipps oder Gedanken, die du für dich anwenden kannst, um wirklich für deine Ideen loszugehen und dich nicht so sehr davon ablenken zu lassen, was links und rechts passiert. Also, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. So, wie gesagt, ich bin hier gerade im wunderschönen Scarborough, was ein ganz kleines, feines Dörflein ist. So anderthalb oder eine Stunde von Kapstadt entfernt ungefähr, mit einem wunderschönen Meer vor der Haustür. Und es ist fantastisch, es ist wunderschön. Und ich bin hier ganz zurückgezogen, jetzt nochmal umgezogen, auch in ein anderes Haus. Ich ziehe sehr viel um im Moment, weil ich alles so kurzfristig gebucht habe über Airbnb. Und hier ist schon alles voll, deswegen muss ich so alle 5-6 Tage irgendwie meine Location hier ändern. Aber ich bleibe jetzt erstmal hier in Scarborough und es ist wunderschön. Also wann auch immer du mal nach Südafrika reist, mach hier auf jeden Fall einen Stopp. Vor allen Dingen, wenn du surfst, es ist traumhaft schön, wunderschöne Strände und die Menschen sind unfassbar nett. Es gibt so 2 kleine Cafés, that's it hier, also mehr gibt's wirklich nicht. Aber dafür haben sie veganes Essen und also es ist wunderbar und eine kurze Erfahrung, oder die ich gerne mit dir teilen möchte, und zwar war ich am Sonntag, also heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist gerade Montag, gestern Abend war ich hier in einer Kirche, weil mir das eine Hörerin hier vom Podcast, beziehungsweise auch eine Teilnehmerin von der Rise Up and Shine University mir empfohlen hatte. Die hat mir eine ganz liebe E-Mail geschrieben mit ganz vielen Tipps, was ich machen soll hier in Kapstadt. Unter anderem hat sie gesagt, egal was du tust, was du auf jeden Fall machen musst, ist zur Hillsong Church zu gehen, diese Kirche. Und weil ich eben super, super gerne auch Gospel mag und ich aber eigentlich nicht so der Kirchgänger bin, aber trotzdem habe ich mir dann, okay, ich gehe da jetzt auf jeden Fall mal hin, check das aus, wenn sie gesagt hat, das ist so gut. Und es war wirklich so eine unfassbare Erfahrung. Es war so inspirierend und ja, es war einfach ganz, ganz, ganz toll, einfach auch zu sehen, wie anders ein Gottesdienst stattfinden kann, wie anders irgendwie so auch Spiritualität gelebt werden kann, wie das gefeiert wurde. Da wurde gesungen, da wurde getanzt, da wurde wirklich, man konnte die Energie einfach spüren. Und das war richtig, ja, ich bin danach da rausgegangen, war so energetisiert und so voller Liebe und so voller Freude und so verbunden mit allem, was ist. Und naja, auf jeden Fall habe ich da eine sehr gute Idee bekommen. Und was diese Idee ist, das erfahrt ihr in den nächsten 2,5 Wochen. Denn es wird was sehr, sehr Cooles, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr Cooles geben, wenn ich zurück bin in Deutschland ab dem ersten Wochenende im April. Da wird was richtig Cooles kommen und ich freue mich schon wahnsinnig, das mit euch zu teilen. Aber ich verrate noch nicht, was es ist. Es fällt mir schwer, aber ich verrate noch nicht, was es ist. So, und ansonsten, also Kapstadt ist wunderschön, mit dem Buch geht's voran, das läuft auch da, ganz kurz auch nochmal da, kann ich, ja, vielleicht hilft dir das, vielleicht schreibst du auch gerade ein Buch oder eigentlich passt das sogar ganz gut in das Thema hier von der Podcast-Folge, weil am Anfang, also ich hatte dieses tiefe Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben, aber ich bin nicht so ein Schreiber und irgendwie dachte ich, hatte ich auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, ich hatte wahnsinnige Angst davor, dieses Buch zu schreiben und habe mich da auch dann so ein bisschen vorgedrückt die ganze Zeit das letzte Jahr und deswegen bin ich auch hier nach Kapstadt gekommen, weil ich wusste, hier habe ich die Ruhe, um zu schreiben. Das heißt, ich
mir war klar, wenn ich hier hinkomme, muss ich dann auch wirklich schreiben. Ist übrigens auch immer ganz gut, sowas mit sich selbst zu machen. Also sich selbst irgendwie so eine, ich sag mal, so eine Einbahnstraße zu bauen, wo du dann durch musst. Also wo du dann nicht mehr anders kannst, als wirklich zu schreiben. Und es war total faszinierend, weil ich habe auch bei dem Buch wieder eine Methode angewandt, die ich immer anwende, wenn ich irgendwie so ein bisschen Angst vor was habe. Ich bin in die tiefe Dankbarkeit gegangen, dass es funktionieren wird, dass mir die richtigen Ideen kommen werden, dass mir die richtigen Gedanken kommen werden. Und ich habe dann halt angefangen zu schreiben, habe erstmal so ein bisschen ja so eine Struktur aufgebaut und war aber die ganze Zeit so, ja, es ist ganz okay, es ist auch ganz cool, aber es ist nicht so das eine, es ist nicht so das, wo ich denke, ja, genau das jetzt, es ist rund. Naja, und dann habe ich halt angefangen zu schreiben und habe aber nicht aufgehört, sondern habe einfach weitergeschrieben. Und dann, vor einer Woche, beim Meditieren, ist mir dann plötzlich wirklich die Idee gekommen, was fehlte. Und das war so befreiend und jetzt ist es so richtig schön rund und jetzt läuft das auch richtig. Und das ist eben manchmal auch so der Trick oder so die, dieses Dranbleiben, auch wenn es sich einfach scheiße anfühlt währenddessen, weitermachen und in dieser Dankbarkeit zu sein, dass die Lösung kommen wird. Genau, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber irgendwie dachte ich, passt es jetzt vielleicht gerade sogar in diese Folge. Denn in dieser Folge heute geht es um ein ganz faszinierendes Thema, was du bestimmt auch kennst, was ich richtig gut kenne. Und die Idee für diese Podcast-Folge ist mir gekommen, nachdem mir vor 2 Wochen eine Hörerin von dem Podcast eine E-Mail geschrieben hat, ganz nette E-Mail geschrieben hat, Laura, ich finde das alles so toll, was du machst, Wahnsinn, richtig klasse. Aber ich muss sagen, ich fand die E-Mail so geil, ich fand die richtig cool, die E-Mail. Aber ich muss sagen, mich demotiviert das auch total, dass du das machst. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil ich möchte eigentlich das Gleiche machen und ich sehe jetzt, dass du das machst. Und weil du das schon machst, traue ich mich jetzt nicht mehr, es selbst zu machen. Und ich fand das so cool, diese E-Mail, weil ich mir einfach dachte, ich kenne das so gut, dieses Gefühl. Und ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die dieses Gefühl kennen, im Hinblick auf alle unterschiedlichen Dinge, ja, dass man einfach manchmal das Gefühl hat, ich sag das jetzt nicht, weil irgendjemand anderes hat es ja schon gesagt, oder ich mach jetzt diese Reise nicht, weil das hat ja irgendwie schon mein bester Freund gemacht, oder ich setze jetzt diese Geschäftsidee nicht um, weil das hat ja schon XY gemacht, oder was auch immer. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir uns vergleichen, ja, dieser schreckliche Vergleich, der Tod ist für unsere eigenen Ideen. Und ich möchte mit dir heute so ein bisschen ein paar Gedanken teilen, die mir total dabei helfen, aus diesem Tod der Ideen, aus diesem Ideenfriedhof, den man dann in seinem Kopf da irgendwie baut, da rauszukommen und in seiner Inspiration zu bleiben und tatsächlich die Dinge umzusetzen. Und da hat mir ehrlich gesagt am Anfang, als ich jetzt vor einem Jahr wirklich angefangen habe, auch richtig rauszugehen mit meinen Sachen, hat mir ein Mensch sehr geholfen, ein sehr, sehr besonderer Mensch, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Ich schätze mal, wenn ihr Podcast hört, dass ihr den alle kennt. Und zwar ist es Christian Bischoff, mit dem ich damals gesprochen hatte und der mir einen ganz wundervollen Ratschlag gegeben hat. Und zwar hat er gesagt, Laura, fokussier dich einfach auf deine Persönlichkeit. Fokussier dich auf deine Persönlichkeit, weil am Ende das, was wir sagen, also unsere Inhalte, sind sich von allen Coaches irgendwie ähnlich. So komplett neu erfindet jetzt keiner das Rad wirklich. Aber was sozusagen den Unterschied macht, ist die Persönlichkeit, wer du bist und warum du das machst, was du machst. Und hier auch ganz kurz, falls ihr den Podcast von Christian noch nicht abonniert habt, die Kunst, dein Ding zu machen, checkt das bitte mal aus. Es ist mega geil und es ist super inspirierend und voller Power und alles so zum Thema gerade Erfolg und Mindset ist Christian Master. Also checkt es einfach mal aus, geht bei ihm vorbei auf dem Podcast und ja, genau. Auf jeden Fall hat er mir damals eben wirklich sehr geholfen, so wegzugehen von diesem Vergleichen und wegzugehen auf dieser Ebene zu sein von, die Person macht das ja schon oder irgendwie ist es ja alles schon da, darf ich dann überhaupt, also sich selbst so diese Erlaubnis zu geben. Und deswegen ist wirklich der erste Schritt, um wirklich auch mit der eigenen Idee loszugehen, konzentrier dich auf dich, konzentrier dich wirklich auf deine Persönlichkeit und konzentrier dich darauf, was dich besonders macht. Und wahrscheinlich macht dich deine Geschichte besonders. Das, was dich dazu bringt, zum Beispiel als Coach arbeiten zu wollen. Ja, was ist es genau, was dich
was dich so daran reizt oder was dieses Calling, so diesen Ruf in dir ausmacht, dass du das unbedingt machen willst, ja, diese Stimme, die sagt, hilf anderen Menschen oder diese Stimme, die sagt, du hast eine Geschichte, die du erzählen kannst, ja, und konzentriere dich auf diese Stimme, konzentriere dich darauf, wer du bist, konzentriere dich auf deine Persönlichkeit und vor allen Dingen fang an dir selbst zu arbeiten. Anstatt deine Energie, deinen Fokus nach außen zu senden, was irgendwie andere Menschen machen, die das schon machen, anstatt das zu machen, deine ganze Energie dahin zu schicken, schick diese ganze Energie zu dir, schick sie zu dir, dass du noch besser wirst in dem, was du machst und entwickel dich persönlich weiter, weil jeder Erfolg, den du haben wirst, ist immer nur abhängig von deiner persönlichen Weiterentwicklung. Du wirst niemals in deinem Leben einen Erfolg haben, der größer ist als du selbst. Das geht gar nicht. Erfolg kann immer nur so groß sein, wie du es dir selbst in deinem Kopf vorstellen kannst, wie du es dir als Mensch vorstellen kannst, wie du es verkörpern kannst. So viel Erfolg wird in dein Leben kommen, wie du es selbst verkörpern kannst. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, wirklich die Regel Nummer eins, Grundregel, arbeite an dir selbst, arbeite an dir selbst. Und ich habe das, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast schon mal erzählt. Ich war irgendwann mal auf einer Konferenz und da hat einer der Speaker gesagt, dass ein Unternehmen, also dass du immer schneller wachsen musst eigentlich als dein Unternehmen. Weil wenn dein Unternehmen schneller wächst als du, hast du irgendwann ein verdammt großes Problem. Ja, wenn du irgendwann nicht mehr damit umgehen kannst, dass du plötzlich 25 Mitarbeiter hast, dass du so und so viel Einnahmen hast, dass du dich um all diese Dinge auch kümmern musst, wenn du nicht mitgewachsen bist mit deinem Unternehmen, dann geht es kaputt. Das heißt, die Regel Nummer eins ist, fokussier dich auf dich, fokussier dich, warum du das machst, fokussier dich auf deine Vision und dann geh damit raus, aber arbeite immer an dir selbst, arbeite immer an dir selbst. Und das zweite ist, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das Tödlichste, was du machen kannst, ist dieses Vergleichen mit anderen. Anstatt dich zu vergleichen, sieh es als Inspiration. Wenn ich damals, das ist übrigens ganz witzig, fand ich so süß, jemand geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Geburtstag. Also der Podcast wurde letzte Woche ein Jahr alt. Also erstmal Happy Birthday hier zu diesem Podcast. Ich freue mich unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn. Und in 12 Monaten, wir haben über 4 Millionen Downloads, was einfach Wahnsinn ist, mindblowing. Also das hätte ich mir sowieso nie erträumen lassen können. Also es ist einfach unfassbar. Aber erstmal Happy Birthday für Happy, Holy and Confident. Also wahnsinnig cool. Und was das Wichtige ist, dass als ich damals angefangen habe mit diesem Podcast, was sozusagen ganz cool war, weil es gab damals noch kaum Leute, die einen Podcast gemacht haben. Also der Einzige, der da so in dieser Persönlichkeitsentwicklung drin war, ist Matthew Mockridge mit seinem Podcast gewesen. Aber sonst war ja noch niemand da, der Podcast gemacht hat. Und das heißt, ich hatte damals so das Glück, sozusagen damit relativ früh auch zu starten. Aber ich habe mich eben nicht verglichen. Ja, Ich habe mich nicht verglichen. Ich habe nicht gesagt, oh naja, wenn Matthew jetzt irgendwie schon einen Podcast macht, warum mache ich denn dann noch einen? Macht das überhaupt Sinn? Sondern ich habe einfach geguckt, was ist denn meine Message? Was ist denn das, was mein Podcast besonders macht? Und was ist das, was ich rausbringen will? Und der Kern, ich bin so passionate gerade bei diesem Thema, dass in meinem Kopf gerade alle Gedanken so komplett durcheinander schießen. Ich versuche erstmal diesen Punkt hier gerade logisch zu Ende zu bringen. Also Schritt Nummer zwei ist, fokussiere dich nicht fokussiere dich auf dich, sondern vergleich dich nicht. Genau, das ist Schritt Nummer zwei. Anstatt in Konkurrenz zu denken, denk in Kooperation oder in Inspiration. Das heißt, schau einfach bei anderen, was inspiriert dich, was kannst du von denen lernen. Also als Beispiel, ich habe damals an dem Webinar von Matthew teilgenommen und von ihm gelernt, wie er seinen Podcast gemacht hat. Das hat mich mega inspiriert. Und das ist so powerful, anstatt zu denken, in Konkurrenz zu denken, was ja immer ein Mangel ist und immer in Angst ist automatisch, in Fülle zu denken, in Liebe zu denken und zu schauen, okay, was kann ich denn von dieser Person lernen? Und das ist sozusagen die zweite wichtigste Regel, immer in Fülle zu sein, in Liebe zu denken und zu wissen, dass das Licht, was du in dem anderen siehst, dieses Licht, wo du denkst, oh, wie geil, dass die Person das macht, was ich eigentlich machen möchte und das auch schon irgendwie so krass umsetzt, anstatt das als was zu sehen, was dich irgendwie kleiner macht oder was, wo du das Gefühl hast, deswegen gehst du jetzt nicht mehr los, lass dich doch davon inspirieren und verstehe, dass das Licht, was du in dem anderen siehst, das Licht in dir ist, das ist nur eine Reflexion. Das heißt, du siehst was in dem anderen, was schon längst in dir da ist und was gerade einfach nur wachgerüttelt wird. Nur dein
Ego, die Angst in dir, die interpretiert dieses Licht als Gefahr, die interpretiert dieses Licht als, oh Gott, wenn diese Person das schon macht, dann könnte ich das ja vielleicht nicht so gut machen, ja? Das heißt, kommt sofort Angst rein von dem Ego und es hat aber überhaupt nichts mit der Realität zu tun, denn die Realität ist, du siehst das Licht im anderen, was das Licht in dir ist. Und das ist dann sozusagen der dritte wichtigste Punkt, dass du dein Licht in die Welt bringst. Und das ist ja die Kernbotschaft von eigentlich jeder Podcast-Folge, die ich habe. Das ist der Grund, warum ich den Podcast mache. Und das ist auch genau das, was ich an dieser Stelle nochmal so explizit sagen möchte. Es geht dabei gar nicht so sehr um dich, was du machst, sondern frag dich immer, für wen machst du das? Brenn für deine Vision, brenn für das, was du machst und das wird dich sowieso tragen. Wenn ich mich damals sozusagen nur auf mich fokussiert hätte und gedacht hätte, ja, weiß ich nicht, ob ich mich das jetzt traue oder nicht, diese Fragen, das war gar nicht in meinem Kopf, weil meine Vision so viel größer war als ich. Es ging nicht um mich in dem, was ich tue. Dieser Podcast hat 0,0 mit Laura zu tun, gar nichts, außer dass Laura spricht und ich halt die Dinge zusammentrage, aber dieser Podcast ist für dich, dieser Podcast ist sozusagen meine gelebte Vision, dieser Podcast ist meine Vision, so viele Menschen wie möglich für ihr eigenes authentisches Leben zu begeistern, für das Licht, was in ihnen ist und für die Möglichkeiten, die in ihnen stecken und in dem Moment, wo du dich von deiner Vision finden lässt, in dem Moment machst du dir auch gar keine Gedanken mehr darüber, ob das schon irgendjemand anderes gemacht, sondern gibt es überhaupt gar keine Frage mehr, ob du für das losgehst, was, wofür du brennst. Und das ist so elementar, weil du weißt niemals, wen du vielleicht erreichen könntest. Und du kennst die Geschichte vom Seestern, von dem kleinen Jungen, der am Strand langläuft und nach dem Sturm die Seesterne wieder ins Wasser bringt. Und dann der andere, dieser alte Mann kommt und ihn fragt, warum machst du das? Und dann, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Und der Junge dann nur einen Seestern nimmt und ihn zurück ins Meer legt und sagt, für den hat es jetzt gerade einen Unterschied gemacht. Und du weißt niemals, was auch immer deine Vision ist, was auch immer dein Ziel ist. Ja, vielleicht machen das schon 10.000 andere, aber vielleicht wird keiner von diesen 10.000 diesen einen Menschen erreichen, für den du da bist, damit du diese Person erreichst. Und da wirklich in Fülle zu gehen, in Liebe zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, wirklich für das loszugehen, wofür du brennst. Und lass dich auch nicht davon blenden, dass du immer nur das Resultat von Menschen siehst. Ja, du siehst jetzt gerade, dass dieser Podcast hier, der ist jetzt ein Jahr alt, ja, er hat jetzt irgendwie fast 1,4 Millionen Downloads, das ist eine Menge, aber das ist doch nicht über Nacht passiert. Das ist doch nicht, dass ich letztes Jahr im März einfach damit angefangen habe vom Scratch, sondern ich beschäftige mich seit Jahren mit diesem Thema. Ich bin durch so viele unterschiedliche Erfahrungen durchgegangen. Ich habe mich so wahnsinnig selber weiterentwickelt. Ich habe so, so unfassbar hart an mir gearbeitet. Ich habe die letzten vier Jahre so unfassbar viel gearbeitet. Und das ist, man sieht immer nur das Resultat und lässt sich dann davon blenden und denkt sich dann, ja krass, das schaffe ich doch sowieso nie. Natürlich schaffst du das. Das schaffst du, wenn du jetzt deine Ärmel hochkrempelst und mal tief ein- und wieder ausatmest und sagst, verdammt nochmal, ich möchte das gerne machen, das ist meine Vision und ich lasse mich jetzt einfach von all den anderen inspirieren, denn wenn eine Laura das geschafft hat, wenn Christian das geschafft hat, wenn Matthew das geschafft hat, wenn es irgendjemand von den anderen geschafft hat, was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass du es natürlich auch schaffen kannst. Wir sind doch nur dann irgendwie die zeigen, ja, es geht. Und lass dich davon inspirieren, lass dich davon tragen und finde dann deinen eigenen Weg. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, dass du, und das ist eben auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, lass dich inspirieren, aber mach es nicht nach. Das ist das Wichtige. Mach es bitte nicht nach, sondern finde deinen eigenen Weg, finde deinen eigenen Kanal, finde deine eigene Sprache, finde deine eigene Melodie, wie du deine Botschaft, deine Message, das, was du auch immer in die Welt bringen möchtest, in die Welt bringst. Ja, und du weißt niemals, wen du wirklich erreichen kannst, wenn du jetzt dafür losgehst, was für dich wirklich wichtig ist. Also konzentriere dich bitte, bitte auf dich, konzentriere dich auf deine Vision, konzentriere dich auf dein Calling. Frag dich, warum möchte ich eigentlich das tun, was ich gerne tun möchte und was prädestiniert mich dafür, das zu tun? Ja, schau einfach mal in deiner Vergangenheit, was sind eigentlich die Dinge, die mich dafür inspirieren, das zu tun, was ich gerne in die Welt bringen möchte? Und anstatt dich dann davon irgendwie, ja, demotivieren zu lassen, dass jemand anderes schon sowas Ähnliches tut, lass dich davon inspirieren, weil hätte ich das damals gemacht, würde es diesen Podcast nicht geben. Und ganz ehrlich, es gibt wirklich
Coaches wie Sand am Meer da draußen. Und hätte ich damals gesagt, ja, es gibt halt schon irgendwie XY-Coach und so Coach und weiß ich nicht wen noch. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Ganz ehrlich, wie schrecklich wäre das denn? Dann würde es den Podcast nicht geben, dann hätte es die Rise of Shine University nicht gegeben. Dann hätte es all diese tollen Dinge nicht gegeben. Habe ich das vorher gewusst, dass es die geben wird? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin eben meinem Ruf gefolgt. Ich bin diesem inneren Wunsch gefolgt. Und ich habe mich inspirieren lassen von all diesen Menschen, die das schon machen. Und in dem Moment, und das ist eben auch was ganz Faszinierendes, in dem Moment, wo du in diese Fülle gehst, kommen all diese Menschen auf dich zu und sagen zu dir, hey, wie cool, dass du diesen Weg gehst. Wie kann ich dir helfen? Und das ist das, was ich meine, anstatt in Konkurrenz zu denken, denke in Kooperation. Aber finde deinen eigenen Weg, geh deinen eigenen Weg. Bei mir war es auch so, ich habe angefangen vor anderthalb Jahren den Blog zu schreiben, habe gemerkt, okay, schreiben ist wirklich nicht so meins. Und vor allen Dingen, als ich dann auch später meine Blogbeiträge mal durchgelesen habe, das ist wirklich, ja, also, ne, da gibt es definitiv Leute, die das besser können, habe mir dann überlegt, okay, da mache ich Videos, habe mir auch ziemlich schnell dann aber gemerkt, das ist so auch gar nicht meins, Videos zu machen. Und dadurch bin ich dann zum Podcast gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Sprechen macht mir unfassbar viel Spaß und ich spreche einfach wesentlich freier, wenn nicht irgendwie eine Kamera in mein Gesicht gehalten wird. Und da für sich einfach zu schauen, was ist denn das, was für dich wirklich funktioniert? Und ich meine, heute, es gibt alle möglichen neuen Wege, wie man auch Botschaften in die Welt bringen kann. Und sei da authentisch, sei ehrlich, mach's auf deine Art und Weise und es wird funktionieren, das verspreche ich dir, es wird funktionieren, wenn du authentisch bist. Es wird funktionieren, wenn du deine Wahrheit sprichst. Und es wird funktionieren, wenn du es auf deine ganz eigene, individuelle, wunderschöne Art machst und deine Botschaft damit in die Welt bringst oder das Unternehmen gründest, was es schon gegeben hat, auf eine andere Art und Weise. Aber du wirst es in deiner eigenen Farbe machen, du wirst es in deiner eigenen Sprache machen, du wirst es mit deinem eigenen Ziel machen, mit deiner eigenen Vision machen und die Sache ist, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die immer bereit sind, irgendwie jemand Neuen kennenzulernen oder von jemand Neuem zu lernen. Und ja, denk bitte in Liebe, denk in Fülle und nicht in Mangel, nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe vor kurzem eine sehr coole Formel gelesen in einem Buch. Ich weiß gerade leider nicht mehr, welches Buch das war. Also ich fand es sehr, sehr passend, weil es gibt ja so diese, dass Menschen immer sagen, es gibt so Leute, die haben einfach immer Glück oder bei denen läuft es eben einfach, ja, wo du dann die Resultate siehst und denkst, ja, läuft wohl. Und ich habe eine sehr coole Formel gelesen und zwar war die, ich hoffe, ich kriege sie noch irgendwie zusammen. Glück ist gleich Vorbereitung plus Gelegenheit plus die richtige innere Einstellung, plus, ich glaube, das letzte war dann irgendwie so ein Quäntchen Glück. Und das fand ich so cool, weil das ist so, ja, dieses Glück, wie es dann nach außen scheint, oder dieser Erfolg, wie er dann nach außen scheint, dass es eben so Erfolg über Nacht ist, dass es plötzlich irgendwie da ist, das ist einfach absoluter Quatsch. Es kann mir keiner erzählen, niemand, der wirklich ein nachhaltiges, erfolgreiches Business hat, ist niemals über Nacht dahin gekommen. Niemals. Da sind immer Jahre von Vorbereitungen dahinter und wahrscheinlich Jahre auch von Schmerz, von wirklich von harter Arbeit, von vielleicht manchmal auch, nicht nur manchmal, sondern höchstwahrscheinlich großen Zweifeln, aber trotzdem immer, immer weiterzugehen. Und eine Sache, die dir dabei helfen kann, dass leichter zu nehmen in der Zukunft, abgesehen von den drei Schritten, die ich dir jetzt schon gesagt habe, ist, dass du auf die Art und Weise achtest, wie du selber mit dir sprichst. Und es gibt so 5 Level von Selbstdialog, die wir haben können. Und das erste Level auf diesem Selbstdialog, das ist so eine negative Grundeinstellung. Das ist dieser innere Dialog, der sagt, ich kann das nicht, das wird doch eh nix und ne, dieses hat ja jetzt jemand schon gemacht. Das heißt, du bist sofort in so einem negativen Selbstdialog drin. Das zweite Level, die zweite Ebene von dem Selbstdialog, von dem inneren Dialog, den wir haben in unseren Gedanken, ist dieses Bewusstsein von, ah, okay, vielleicht könnte sich ja doch was ändern. Ja, also vielleicht könnte man ja da doch irgendwas machen. Das heißt, das ist schon mal so eine leichte Annäherung an tatsächliche Veränderung. Und das dritte ist dann diese Entscheidung zu sagen, ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, stimmt.
eigentlich liegt es ja nur in meiner Macht. Und diese Entscheidung dafür zu sagen, ich verändere jetzt was, ich gehe jetzt los. Das ist die dritte Ebene von Selbstdialog. Das heißt, es ist energetisch jetzt schon ein bisschen höher. Und dann die vierte Ebene ist wirklich in dieses Higher Self reinzugehen und zu sagen, wisst ihr was? Ich bin ein Geschenk für die Welt. Wisst ihr was? Meine Vision, das wird grandios, das wird toll. Ich werde damit Menschen das Leben erleichtern. Ich werde Menschen inspirieren. Ich werde Menschen damit helfen können, was auch immer ich vorhabe. Und ich glaube daran. Und ja, ich werde wahrscheinlich die nächsten 3, 4, 5 Jahre verdammt hart dafür arbeiten müssen. Aber ich will das, weil diese Vision größer ist als ich. Das heißt, das ist quasi so das vierte Level an Selbstdialog, wo du einfach plötzlich dieses innere Vertrauen hast, wo du einfach weißt, ich bin gut genug, ich bin ein Geschenk für die Welt und ich möchte damit irgendwie Menschen eine Freude machen mit meiner Kreativität und mit meinem Licht und mit dem, was ich gerne in die Welt bringen möchte. Und das fünfte Level, und das ist jetzt so, ja, das ist eigentlich das Allerschönste und das ist ja auch so bitte das Ziel von dem Podcast, dass du verstehst, dass du immer verbunden bist mit dem Universum, dass Liebe immer in dir ist, dass es diese unglaubliche Intelligenz gibt, die alles hier zusammenhält, die alles miteinander verbindet, die sowieso alles erschafft, die sowieso auf dich aufpasst und die immer, immer dafür ist, dass du für deine Träume losgehst, dass du wirklich ins Erschaffen kommst. Und das ist quasi die fünfte Ebene von Selbstdialog, dass du ins Gespräch gehst mit dem Göttlichen, mit dem Universellen, mit dieser Energie und da eben einfach für dich feststellst, ja, ich bin Teil von diesem großen Ganzen und ich darf mich erfahren, ich darf erschaffen und ich habe in mir dieses unendliche Potenzial, was jeder in sich trägt und ich werde das jetzt hier wirklich mal ins Leben bringen. Das sind diese 5 unterschiedlichen Stufen, wie wir miteinander, nicht miteinander, sondern auch miteinander, aber vor allen Dingen mit uns selbst reden können. Und das Wichtige ist, dass du eben im Idealfall nicht auf Ebene 1 von dieser negativen Grundstimmung bist, wo du sagst, kann ich nicht, geht nicht, und auch nicht Ebene 2, dieses, ja, ich weiß, ich könnte ja was ändern, aber sondern dass du entweder auf Ebene 3 bist, die Entscheidung triffst, ja, ich werde jetzt was ändern, dann Ebene 4, ich bin ein Geschenk für die Welt, und dann Ebene 5, wirklich in diese tiefe Verbindung zu gehen mit dem Universum, mit der Liebe, mit dieser Kraft und deine Vision in die Welt bringst. Ja, das war eigentlich das, was ich jetzt sagen wollte heute zum Thema Erfolg. Erfolg über Nacht gibt es nicht. Und ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt, falls es gerade für dich ein Thema war, dass du das vielleicht kennst, dass du denkst, irgendwie nur weil das schon jemand gemacht hat, kann ich das jetzt nicht machen. Hör auf mit diesen komischen Gedanken und anstatt da in Konkurrenz zu denken oder dich klein zu machen, in Mangel zu denken, spring einfach direkt auf Stufe 5 von diesem inneren Dialog, verbinde dich mit diesem unendlichen Potenzial, was in dir ist, verbinde dich mit der Motivation hinter deiner Vision, das heißt, warum möchtest du das tun, was du gerne tun möchtest, und vertraue darin, dass das Licht, was du in jemand anderem gesehen hast, die Reflexion von deinem eigenen Licht ist. Das heißt, es ist schon längst in dir. Und du weißt nie, wen du damit erreichen wirst, wenn du jetzt tatsächlich dafür losgehst. Und das Wichtigste ist immer die tatsächliche Umsetzung. Du musst losgehen. Du musst losgehen. Und also wirklich am besten heute, jetzt. Wenn du diesen Podcast hörst, was kann jetzt der erste Schritt sein, um loszugehen? Was ist jetzt die kleinste Einheit, die du heute schon erschaffen kannst, um deiner Vision ins Leben zu verhelfen, um loszugehen? Und ja, also genieß es einfach. Das ist so, so schön. Falls du dabei Hilfe brauchst, ja, falls du sagst, ja, ich habe das Ziel, ich habe die Vision, aber irgendwie komme ich nicht so richtig in die Umsetzung. Du weißt, es gibt die Rise Up and Shine University, mein Online-Programm. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da dabei bist und auch Student bist an der Rise Up and Shine University. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden neuen Mitstudenten, der dabei ist oder die dabei ist. Und es ist einfach das Schönste überhaupt zu sehen, was da einfach bei jedem Einzelnen passiert, der dieses Programm macht. Und ich bin ja wahnsinnig berührt davon. Und wenn du irgendwie Unterstützung dabei haben möchtest, dann komm auf jeden Fall in die Rise Up and Shine University. Den Link findest du in den Shownotes.
Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du den Podcast abonnierst, falls du ihn noch nicht abonniert hast, und mir eine Bewertung hinterlässt, eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes. Das wäre auch ein großes Geschenk für mich. Und ansonsten folgt mir auf jeden Fall auf Instagram unter @lauramalinaseiler. Da mache ich jeden Tag so kleine Insta-Stories und teile mit euch, wo ich gerade so hier unterwegs bin in Kapstadt, was hier gerade so passiert. Und wenn du magst, dann folg mir da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten gibt es gerade, glaube ich, gar nicht so viel Wichtiges noch anzukündigen, außer dass du ein Geschenk für die Welt bist. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich dir ganz, ganz, ganz viel Sonne und Liebe und Energie aus Südafrika schicke. Ich mich wahnsinnig freue, in 2 Wochen wieder zurück zu sein. Ach ja, genau, ich habe ein bisschen verlängert. Ich wollte ja eigentlich wäre ich jetzt schon wieder zurück in Berlin. Aber ich habe mir dann überlegt, irgendwie komme ich hier gerade so gut voran mit dem Buch, dass ich hier bleibe. Das heißt, ich habe noch 2 Wochen verlängert. Ich werde am 23. März wieder zurück sein in Berlin und freue mich schon wahnsinnig darauf, weil ich und mein Team wir die geilsten Ideen haben. Und da wirklich 2017 wird einfach der Wahnsinn. Ihr könnt euch auf so viele tolle Sachen freuen. Ich werde mit ganz viel Power zurückkommen und freue mich schon, das mit euch zu teilen. Und genau, in diesem Sinne, fühl dich umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank für deinen Support hier, für den Podcast, für die wahnsinnigen Bewertungen, die ihr mir schreibt. Ich lese mir die alle durch und da ist auch schon die ein oder andere Träne geflossen der Dankbarkeit. Also weil das einfach manchmal wirklich so berührend ist. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alles, ja, was ihr für mich tut. Und ich weiß es wahnsinnig zu schätzen. Und ich gebe hier von meiner Seite 1000%, das alles auf irgendeine Art und Weise auch immer wieder zurückzugeben. Und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt, wenn ich zurück bin. Danke fürs Teilen vom Podcast, wenn du jemanden kennst, der vielleicht dieses Thema hat, ne? Dieses Gefühl von, ich würde es gerne umsetzen, aber traue mich nicht. Dann teil die Podcast-Folge gerne mit den Menschen, die du liebst, die dir wichtig sind. Teil den Podcast auf Facebook und ja, genug gequatscht an dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Rock on und Namaste, deine Laura.